Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Splatoon, Part Nummer 13 und eventuell zum letzten Part von Splatoon. Ja, im letzten Part haben wir die letzten Welten beendet und sind jetzt hier beim finalen Boss. Und ja, ich hoffe, dass ich ihn packen werde, weil einfach ist er nicht. Also zumindest im Vergleich zu den anderen Bossen ist er der schwierigste. Und ja, dann werden wir mal gucken, dass wir das auch Ganze so handhaben werden, wie, ja, ja, wie ich es mir vorstelle. Dann gehen wir da gleich mal rein. Auch hier gibt es eine Schriftrolle, die übrigens auch mitten beim Kampf eingesammelt werden muss und nicht danach. Denn es fliegen mir erstmal sonst wohin. Ja, ja, die Außerirdischen sozusagen. Ja, und weg sind wir. Ich muss sagen, das ist echt dafür, dass das Ganze mit dem... Ja, wir müssen nicht unbedingt nicht gegen den Elektrowels kämpfen. Nummer 3, das ist eine Falle. Komm bloß nicht näher. Da fällt dir aber früh ein. Wir können ja schlecht wieder gehen. Wir lassen dich doch nicht einfach im Stich. Ja, der Riesenelektrowel, das seht ihr mal, wie der aussieht. Gut gelaunt. Ja. Sehr strange Welt. Dann sammeln wir ihn einfach mal ein und gehen wieder. Oh, schönes Orange. Na, Elektrowels? Ja, wenn es doch so einfach wäre. Flupp. Einfach mal aufgesaugt. Ja, die Musik ist hier übrigens eins der besten. Also dafür, dass das Ganze optional ist, ist dieser Boss hier einfach nur genial. Ich werde mit mir zurückholen, was mir gehört. Ja, Octavio. Der DJ. Ja. Ich weiß halt schon, was man gegen ihn machen muss, um ihn zu besiegen. Das nimmt halt das Ganze ein wenig Spannung raus. Die Leute, die es blind gespielt haben, die haben dann auch erstmal gucken müssen, wie man das am besten macht. Oder ich muss auf die Puppen aufpassen. Und zwar müssen wir halt jedes Mal, wenn er mit den Fäusten zuschlägt, quasi, müssen wir sie halt zurückschlagen. Also zurückschießen, eher gesagt. Und je weiter er zurückgedrängt wird, umso, ja, umso mehr Attacken macht er. Na, das war nix. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir uns nicht von der, sollte mich die ganze Zeit so langweilig stehen bleiben. Ja. Da müssen wir halt aufpassen, dass er halt jetzt, ich glaube, er setzt da gleich seine Spezialattacke ein. Denkst du, du kannst es mit mir aufnehmen? Ja. Und jetzt kommt so was Zelda-mäßiges, indem wir diese Bombe, die er da zu uns schießt, müssen wir wieder zurückschicken und gleichzeitig auf die Raketen aufpassen, die er damit schießt. Eieiei. Ich gucke die ganze Zeit immer nur auf die Bombe, bin ich gerade ehrlich, wie er gerade abgeht. Ja, und das war Treffer Nummer 1. Ja. Und das Ganze geht sehr lange. Gib's ihm! Zu dieser Zeit kriegen wir vermutlich auch noch irgendwo... Ja, was ist vermutlich? Wir kriegen hier noch ein paar Upgrades. Ja, und jetzt kann er jetzt auch schon die... ja... die Heuboje einsetzen. Eieiei, das war knapp. Eieiei. Und er schießt jetzt auch schon mit beiden Fäusten. Also das Ganze ist auf jeden Fall um einiges... also instant einfach mal ein bisschen schwieriger geworden. Und ja, man muss auch ein bisschen auch gucken, dass man die Übersicht behält bei dem Ganzen. Ich bin auch ganz froh, dass ich so ein bisschen meine... meine Waffe geupgradet habe. Dass ich halt ein bisschen schneller schießen kann. Na, damit. Na. Okay, also er schießt die direkt nebeneinander. Dann kann ich eigentlich mich darauf konzentrieren, dass ich eigentlich beide abschieße von den Fäusten. Oh, schön auf die Heuboje aufpassen. Ja, wie toll wäre das, wenn man selbst die ganze Zeit so oft die Heuboje hintereinander schießen könnte, gell? So, und weg mit dir. Wir müssen halt auch immer ein Stückchen näher kommen, weil sonst rutscht er nicht so weit nach hinten. Hier haben wir die Schriftrolle. Sehr schön. Eieiei. Ja, also wenn man den Boss mal selbst macht, dann merkt man eigentlich, dass es doch nicht so leicht ist. Also nicht, wenn man die ganze Zeit, ja, sagen wir mal, schlecht gespielt hat und, sagen wir mal, mit Ach und Krach die Level geschafft hat, dann hätte man spätestens hier Probleme. So. Na du. Oh. Ja, die Heupo ist natürlich tödlich. Also ein Schuss und das Ganze ist vorbei. Also einmal da drin stehen. Ich vergesse jedes Mal, dass er die beide schießt. Na, dann gehen wir mal einfach ein Stückchen nach oben.
Nee, so nicht. Na. Na, das war nichts. Ja, gut, das klappt wieder. Also wenn das so rot leuchtet, dann dürfte er eigentlich... Nee, doch nicht. Wollte schon sagen, also wenn das so rot leuchtet, dann würde er seine Bombe abschießen, aber... Nimm dies! Ah, doch, 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 okay. Jetzt fängt das Ganze nochmal an. Jetzt müssen wir natürlich auch nochmal extra aufpassen wegen der Heuboje. So. Nochmal. So, weg mit dir. Das Gute ist ja, dass er die, ja, dass er dabei mit den Fäusten aufhört. Ja, das war Treffer Nummer 2. Ja, das geht noch eine Weile, Leute. Nicht denken, dass es schon vorbei ist. Auf geht's. Hm. Und hier kommen eigentlich, ja, hier kommen sozusagen nochmal alle Elemente im Spiel vor, die wir so kennengelernt haben. Ah, verdammt. Ach, jetzt habe ich gerade überhaupt nicht aufgepasst. Na, ich habe mich zu sehr mit den Bomben, von den Bomben ablenken lassen. Was sind, kommen noch Gegner dazu? Also, was hier geboten wird, im Vergleich zu den anderen Bossen, also das ist wirklich ein gewaltiger Unterschied. Na, Achtung. Ein Treffer möchte zumindest landen, damit er zumindest ein bisschen so nach hinten kommt. Ja, und die Bomben, die er hier schmeißt, die lassen halt Gegner spawnen. Na, müssen wir aufpassen. Also was man da alles achten muss, ist wirklich schon krass. Multitasking vom Feinsten eigentlich. Und wenn man das Ganze auch noch Let's Play, dann muss man sich natürlich noch überlegen, dass man sich aufs Reden konzentriert. Damit man nicht irgendeinen Blödsinn erzählt. Na, hau ab. So. Hier können wir zumindest uns ein kleines, ja, so ein bisschen Schutzschild aufbauen. Und man sieht halt hier, der hat ein Schutzschild, da können wir nicht direkt, ihn direkt treffen. Ich glaube sogar, dass ich ein bisschen zu nah dran bin. Na, aber wenn ich direkt auf die, ja, auf die Wasserbomben schieße, dann wird auch instant besiegt. Na, lass ich mal hier vor. Achtung. Zum Glück kündigt sich die Heuboje immer so ein bisschen an. Da hat man das Ganze ein bisschen einfacher. Ich glaube, ich werde noch einmal hier hinten warten, damit ich nicht über die, ja, über die schwimmen muss. Na, komm. Das war ein guter Treffer. So, hat es gereicht. So, Schutzschild nehmen wir gerne mit. Ja, ich füll dich in meinen Kugelschreiber. So. Ah, da ist die Bombe. Weil das war knapp. Achso, jetzt kommen sie von links und rechts. Der wiederholt es übrigens auch. Eieiei, wie viele Bomben kommen hier auf einmal? So. Ich habe übrigens, mir fällt gerade was ein, dass ich was vergessen habe. Ich wollte eigentlich die Insta-Bomben upgraden, bevor ich hierher komme, weil mit den Punkten kann ich ja eh nichts mehr anfangen, großartig. Es sei denn, ich gehe halt nochmal vorher farmen. So, direkt weiter. Das war jetzt Treffer Nummer 3 und es geht immer noch weiter. Nicht die obligatorischen 3, Leute. Nee, nee. Eieiei. Ja, da kommt die Faust. Einmal weg. Wenn man es einmal dran gewöhnt hat, geht es eigentlich. Also wenn man direkt weiß, wo man hinziehen muss. Ja, und hier sieht man unsichtbare Wege. Werden ja auch nochmal neu aufgeboten. Na. Eieiei, Achtung. Vorsichtig. Ui, wo kommt ihr denn her? Achtung. Immer schön die Sachen abschießen und dann direkt auf die Fäuste. Damit er schön seine eigene Medizin zu spüren bekommt. Ah ja, okay. Hier können wir hoch. Ja, hier wird extra alles nochmal alles verwurstelt. Na, jetzt hinzuge hatten wir zwar schon, glaube ich, aber... Ja gut, ist nicht das ganze Wild. Na. Und nochmal die Faust. So. Sehr schön. Mal auch einen unsichtbaren Weg. Eieiei. Achtung. Ich hoffe, dass ich nicht zu nah dran bin. Ich glaube, ich befürchte es schon fast. Na. Ja, man kann gut die Wasserbombe nutzen. Um die Fäuste zurückzuschlagen, wollte ich gerade sagen. Aber das hat nicht ganz geklappt bei der hier. Na. Also hier hat man schön den Vorteil, wenn man die... Wenn man die Wasserbombe nutzt, damit man halt immer schön auch alles wieder einfärben kann. Na. Achtung. Oder die Gegner machen sie kaputt. So, noch einmal. So, hat es gereicht. Für die nächste Runde. Na du. Ja, schieß lieber nochmal Gegner.
Achtung, nicht von der Heubrühe treffen lassen. Aus dir mache ich ein Stempelkissen. Krieg die Stimme nicht gerade nicht mehr hin. Achtung. Na, weg mit dir. Schön die Energie aufladen. Achtung. Ui, das war knapp. Ui, das war knapp. Na? Dafür wirst du bezahlen. Und jetzt, Leute, hört mal zu. Was ist das für ein Lied? Kannst du unser Lied hören? Nummer 3. Du hältst das falsch herum. Das ist doch... Es fängt auch noch an zu tanzen. Das ist genau meine Musik. Die Sea Sirene. Sirens. Jag doch deinen Enkelin nicht so einen Schrecken ein. Nummer 3, bitte rette unseren Opa. Ja, und es dürfte langsam klar sein, wer die zwei sind. Das sind nämlich Limone und... Gott, wie hießen die anderen nochmal? Verdammt, jetzt habe ich die Namen vergessen. Alter, verdammt. Wir haben ja gute Schutzschild, aber ja. Die ganze Zeit, man muss echt sagen... ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles sagen soll. Es ist gerade überhand, nimmt das hier. Octavio fängt an zu tanzen, ihm gefällt die Musik wohl auch irgendwie. Aus irgendwelchen Gründen. Ja, und das macht halt das Ganze... den ganzen Kampf nochmal extra interessant. Also, als ich zum ersten Mal die Musik hier gehört habe, also bei einem Let's Play, da, Gott, ich habe sofort Gänsehaut bekommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Na, hau ab. Na, ich bleib am besten hier. Ansonsten bin ich zu nah dran. Weil das einfach, ich weiß nicht, das passt irgendwie voll. Also, auch wenn einem vielleicht die Musik nicht gefällt, das zu dem Spiel passt es so gut, die ganze Musik hier. Und dann macht solche Dance-Bewegungen. Ah, ich habe gerade gesehen, wenn wir die Bombe vorher abschießen, dann spawnen da auch keine Gegner. Hätte ich vielleicht mal vorher wissen müssen. Na. Also er schießt immer zweimal die Heuboje und dann fängt er mit den Fäusten an. Alles klar. So. Dann heizt es noch ein Stückchen weiter. Na, komm. Alles klar. Und da haben wir noch ein Schutzschild, falls wir eins brauchen. Na, da habe ich nicht ganz aufgepasst. Eine Heuboje. Weg mit dir. da kommt die zweite. Und jetzt müssen die Fäuste kommen. Alles klar. Noch einmal und weg mit dir. So, das lasse ich mal hier, falls ich es brauche. Ja, und das ist hier eine ziemlich enge Sache. Müssen wir gut aufpassen, wenn die Heuboje kommt. Haben wir nicht viel Platz. Ganz schön knapp. Na. Uiui, die kommt doch ganz schnell. Na, einmal. Und zweimal. Ui, meine Tinte ist fast leer. Muss aufpassen. Na du. Kommst jetzt zum Finale noch ein Stückchen? Ich werde das nun zu Ende bringen. Ah, okay, jetzt kommt er mit seiner Bombe. Alles klar. Aber die Heuboje kommt trotzdem. Achtung. Ui, das war knapp. Ja, da war jetzt die Frage, gegen den Gegner oder gegen... die Bombe. Oh, verdammt. Da ist explodiert. Wie er da rumtanzt. Ja, das war nicht so gut, aber gut, das kann ja auch nicht immer klappen mit der Bombe. Oh, ich wollte gerade sagen, wo ist er denn? Uiuiui. Da ist er gerade explodiert. Nein! Oh Gott. Was ist denn jetzt los? Ich passe gerade überhaupt nicht mehr auf. Ich muss einmal auf die Heuboje aufpassen und dann... ja. Und dann gucken, wo die Bombe hinfliegt. So, einmal weg. Zweimal die Heuboje, okay. Alter, die fliegt ganz schön schnell, muss ich sagen. Na, schön in die Tinte, damit wir hier uns auch wieder hochheilen können. Ich nehme jetzt gleich nicht den Zucker, Leute. Na. Ja, einmal, weg mit dir. Zweimal. Ah, nein, nein! Verdammt! Ja, jetzt müssen wir hier wieder anfangen. Quasi nochmal so, ja, den ganzen Spurt nach vorne. Ah, das war so klar, dass es nicht klappt. Jetzt haben wir halt leider die ganzen Upgrades auch nicht mehr.
Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. Aber die Musik ist einfach geil. Na komm, also die Heubohe ist echt die schlimmste, muss man dazu sagen. Weil man da wirklich gezwungen wird, woanders da hinzugehen. Woanders, so rum. So, wieder ein Stückchen nach vorne. Eieiei. So, hier nochmal die hohen Schutzschild, ist auch nicht schlecht. Das könnte uns zumindest einmal vor der Heuboje schützen, aber ich denke mal, dass uns die Heuboje eher runterschubsen wird, wenn das, wenn sie uns trifft. Na, einmal und zweimal. So, heißt jetzt noch zwei Treffer und dann sollte das Ganze nochmal gewesen sein, wenn ich nicht wieder runterfalle. Na, Achtung. Das ist halt echt das Schlimmste, wenn die Gegner hier gespawnt werden, dass man halt dann überlegen muss, ob man jetzt auf die Gegner losgehen oder auf die Bombe. Deswegen wollte ich eigentlich meine Insta-Bomben upgraden, dass man vielleicht mit den Insta-Bomben diese Mega-Bombe einfach zurückschickt. Na? Ach ja, einfach nur genial eigentlich. Und ich finde es eigentlich, wie gesagt, ich finde es gut, wenn halt der Schwierigkeitsgrad dadurch gesteigert wird, dass er halt der letzte Boss halt nochmal, ja, richtig eins draufsetzt. Nicht, dass man dann einfach irgendwie OP wäre und dann am Ende sagen müsste, ja, dass man dann, ja, einfach auf den Gegner schnetzelt und danach war's das Ganze. So, einmal. So, stell mich extra hier hin, damit die Heuboje hier spawnt, ja. So, und jetzt noch einmal, komm. Oh, uiuiui, ich habe gerade gesehen, wie er die zurückschlägt. Voll mit der Faust. Jetzt erst. Oh Mann. Okay, Achtung. Einmal ausweichen hier. Zweite Heuboje, komm. Kommst du mit deiner Bombe nicht mit? Hallo? Wollte gerade sagen. So, stellen wir uns wieder hier hin. So, einmal die Heuboje. Also die letzte Rakete ist richtig hart. Die müssen wir direkt treffen, weil sonst kriegen wir die nicht. So, zwei. Na, in die völlig falsche Richtung geguckt eben. Der tanzt da einfach weiter. Na. So, jetzt aber. Komm, weg mit dem Ding. Einmal. Zweimal. Ach Gott, das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Ja, stellt euch mal vor, ich hätte meine Waffe nicht geupgradet, was für ein Problem ich hier hätte. Ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt machen kann, wenn man die Waffe auf Null hat. So, jetzt aber, komm. Oh, du blöder Gegner. Oh, Mann. Das ist halt echt, man muss sich das echt vorstellen, es ist schwierig, sich auf alles zu konzentrieren. Einmal hat man hier die Heuboje, auf die man achten muss, dann kommt ein Gegner, der spawnt. Und dann muss man natürlich gucken, dass man trotzdem auf diese Rakete schießt. Haust du ab. So, noch mal, komm. Und jetzt noch mal. Weg mit dir! Na endlich! Jetzt gib ihm den Rest! Na? Und klatsch. Wie ist das möglich? Von einem Inkling besiegt. Wie bedauerlich. Oh Gott, das Ding explodiert, Leute. Achtung. Und die Explosion sieht übrigens sehr geil aus, muss ich sagen. Einfach mal einen Berg. Explosion aus Farbe. Eieiei. Oh Gott, 19 Minuten haben wir gebraucht für den Boss. Ja, Ende. Ja, keine Ahnung, warum das im Titelbildschirm kommt, aber ja, so ist es leider. Jetzt gibt es natürlich erstmal Informationen, dass der Elektrowels wieder da ist. Aioli war der Name, ja. Ganz in Kupoli schläft nun, er schläft, nur der Newsticker nicht. Wie, was, wo? Was gibt's denn um die Uhrzeit? Der Riesenelektrowels ist zurück, am Tintenturm. Weltkrise beendet. Boah, echt? Das ist ja mal eine Neuigkeit. Wo war er? Wir werden es wohl nie erfahren.
Naja, jetzt ist er ja wieder da. Juhu, lass uns das mit einem Ständchen feiern. Um die Uhrzeit? Naja, warum eigentlich nicht? Ja, und jetzt sind wir hier beim, ja, beim Abspann, der übrigens auch sehr schön gemacht ist. Also würde ich hier jetzt nicht Farbe spritzen, dann würde man ihn gar nicht sehen. Da wäre nämlich alles schwarz, wie man hier sieht. Ach ja, also was soll ich sagen, Leute? Dafür, dass der Story-Modus optional ist, finde ich den doch wirklich gelungen. Mehr als gelungen. Er ist zwar nicht unbedingt lang, oder war noch ein Luftballon, aber ja, das, was er bietet, finde ich eigentlich ausreichend. Also stellt man sich mal vor, man würde jetzt Splatoon nur kaufen, weil man es offline spielen möchte. Dann hätte man vielleicht nicht viel davon, aber man muss auch dazu sagen, dass die, ja, dass das Spiel nie Vollpreistitel, nie ein Vollpreistitel war. Das kam am Release raus, jetzt mal ohne die Box mit dem Inkling, und hat, ja, gerade mal 37€ gekostet. Es wurde zwar nach und nach halt auch geupdatet, also es hat am Anfang nicht alle Features gehabt, wie es jetzt hat, aber dafür muss man doch echt sagen, für den Preis finde ich eigentlich den Story-Modus allein schon, ja, relativ gut. Können ruhig ein bisschen länger sein, aber wie gesagt, optional, allein, ich muss ganz ehrlich sagen, alleine die Bosse ist ja genau das, was das Ganze so extrem rechtfertigt. Sich solche Bosse erstmal auszudenken, ich kenne andere Spiele, die vollwertig sind, aber die Bosse dann einfach nur so 0815, einfach mal irgendwas hingehauen, dass man dann umschießt und dann war es das schon wieder. Aber hier hat man dann so ein bisschen Kreativität gezeigt. Ich meine, man muss sich mal die Gegner mal anschauen. Ein paar davon, ja, sollen einfach Musikinstrumente oder halt irgendwas in Richtung Musik darstellen. Das hat man zum Beispiel beim Octodentor gesehen. Wenn er den Mund geschlossen hat, wenn man ihn von vorne gesehen hat, hat er eigentlich ausgesehen, auf der einen Seite wie so ein riesiger Wal, aber auf der anderen Seite halt wie so ein Mikrofon. Also allein die Kreativität dahinter finde ich eigentlich richtig interessant. Damit man nimmt ein Item und macht daraus einfach mal einen Boss. Modifiziert ein bisschen und das Ganze passt dann schon wieder. Ja, hier kann man schon Battle Shanks. Ja, ich bin hier gerade so ein bisschen beschäftigt mit dem Einfärben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also Splatoon, absolut top. Also was sich Nintendo da hat einfallen lassen, das ist einfach das, ja, das rechtfertigt eigentlich einen Kauf für eine Wii. Bin ich ganz ehrlich. Der Online-Modus ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ich spiele ihn eigentlich auch nicht so oft, eigentlich sogar eher selten. Aber das liegt nicht daran, dass der Online-Modus schlecht ist, sondern einfach, dass ich ja nicht gut bin in Online-Spielen. Ich bin eher der Offline-Spieler. Ja, danke fürs Spielen. Und übrigens finde ich es toll, wie die Farbe hier so ein Muster bekommt. So, aber es geht nur kurz weiter. Heldenanzug-Replik für Kämpfe online erhalten. Ja, das, was wir die ganze Zeit anhatten, haben wir jetzt als Klamotten. Und auch die, ja, die Klamotten von den Octolingen. Octoling-Anzug für Kämpfe online erhalten. Sehr schön. Aber das war's noch nicht. Es geht noch ein bisschen weiter. Übrigens bin ich immer noch am überlegen, ob ich die, ob ich die Amiibos kaufen soll, um die Bonusmissionen zu machen. Ich glaube, das ist wieder nur die Standard-News, oder? Ja, Arena-Neuigkeiten. Jetzt muss ich mal ganz kurz wegdrücken. Das ist leider immer so. Das ist bei Splatoon leider normal. Alle 4 Stunden wird halt, werden die Arenen gewechselt. Und dann, ja, dann wird dann halt darauf gekämpft. Ja, bleibt spritzig. So, ja, das war's noch nicht. Ich möchte noch gern kurz den Bonus... Ich wollte gerade schießen. Ich habe ja gar keine Waffe hier. So. Na, Kugelfisch. Gehen wir nochmal schnell hier rein. Weil da gibt es nämlich einen kleinen Bonus. Na, seht ihr schon? Rechts. Oho, Nummer 3. Auf dich habe ich schon gewartet. Dank dir herrscht in Kopolis wieder Frieden. Wobei niemand je davon erfahren wird. Doch das ist das Los des Helden. Undank ist der mehrere Lohn. Wie? Wer das hier ist? Na, der berühmte DJ Octario. Wir sollten ihm Ruhe gönnen. Er hat harte Zeiten hinter sich. Er hockt einfach so in einem in so einem Schneeglas. Es glitzert auch so schön. Guttelfisch, Hunger. Füttert er jetzt die ganze Zeit? Hohoho. Nummer 3, das Feuer in deinen Augen leuchtet nun noch heller. Mein ewiger Dank sei dir versichert. Na? Da hinten kommt eine Statue einfach mal aus dem Boden. Hoppla, was war das denn? Was war denn das? Ach, das war bestimmt nur der Seewind.
Ja, das sind nur die Credits, also keine Sorge, nicht, dass ich da jetzt nochmal dran gehe. Ja, kann man mit dem überhaupt reden? Glaub nicht. Aber der guckt uns so ein bisschen hinterher, gell? Ja, ja, ich weiß, du bist beleidigt. Ja, ist halt auch irgendwie so der ganz coole. Gut, wenn man mehrere Tentakel, wenn man mehrere Arme hat, Tentakeln, da kann man einmal auf cool machen und dann trotzdem noch auf dem Mischpult rummischen. Na, sagst du noch irgendwas? Ei, ich war mal bekannt als der große Blauflossenkuttelfisch. Der Klau der Elektroverse bleibt unter uns, ei. Mit DJ Octario in Gewahrsam sind die Elektroverse sicher. Der Klau der Elektroverse bleibt... Hä? Ach so! Ah, der wiederholt sich die ganze Zeit, wenn ich... Der sagt immer nur einen Satz und weil ich jetzt gedrückt habe, hat er das andauernd gesagt. Na gut, okay. Aber... So, dann stellen wir uns hier mal schön zu unserem Kollegen. Wie er sie sogar noch schützt. Dann, ja, dann hoffe ich, das hat der Part gefallen. Ich hoffe, es hat das Let's Play gefallen. Ob halt noch Splatoon-Bonus-Sachen kommen, das könnte sein. Also ich sage jetzt mal schon mal nur für den Story-Modus hier Ende. Und ja, dann hoffe ich, das hat der Part gefallen, habe ich eben schon gesagt. Ihr könnt mir dann einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play. Ciao, ciao.